Jetzt wird der fröhliche Frühling ein bisschen wie das wahre Leben auch. Nämlich fröhlich und traurig zugleich. Ja. Fröhlich, weil jetzt die Flippers kommen. Ja, und traurig, weil es halt ihr letzter Auftritt ist. Ja, wir sind alle wenig traurig, dass sie auf großer Abschiedstour sind. Das ist furchtbar, aber wir sind auch glücklich und wir sind ein bisschen stolz, weil sie uns wirklich die Ehre erweisen und ihren allerletzten Fernsehauftritt hier bei uns haben, hier im fröhlichen Frühling. Das ist so eine Ehre für uns, weißt du? Es ist eine Ehre. Das muss man sagen. Es ist eine Riesenehre. Und deswegen begrüßt bitte mit einem riesigen Applaus den Bernd, den Olaf und den Manfred. Hier sind die Flippers! Flippers. Das war's. Das ist toll. Ja. Da gehen's dahin, die Flippers. Wer weiß, wofür es gut ist. Ja, es ist schon traurig. Aber weißt was, Wolfgang? Ja. Und wisst ihr was, liebe Flippers-Fans? Zum Trost gibt es ja eine wunderschöne Abschieds-CD. Ja. Die ist ganz wunderschön. Sie heißt Ciao, mi amor. Ist von den Flippers. Und ist erst seit 2 Jahren im Handel erhältlich. Alle Hits sind drauf. Und es ist wirklich eine CD, die ich euch allen ans Herz lege. Sehen wir es positiv. Die Welt hat ein tolles Schlagertrio verloren und eine super Abschieds-CD gewonnen. Ja. Ja, denn Gastfreundlichkeit wird bei Semino Rossi vielleicht falsch geschrieben, aber dafür sehr groß. Und dann ist es endlich soweit. Mahlzeit! Kannst auf, ein Taschenbillard zu spielen. Tante Oma ist da! Das ist die Zahnpasta mit extra Fluor, ne? Die blaue, die nehme ich auch immer.